Mehr als 9 Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale beginnt der Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten. Stefan B. ist in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Naumburg unter anderem wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs angeklagt. Er soll am 9. Oktober vergangenen Jahres während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Yom Kippur versucht haben, bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss B. den Ermittlungen zufolge auf offener Straße eine Frau, drang in einen Dönerimbiss ein und tötete dort einen Mann. Auf seiner Flucht verletzte er 2 weitere Menschen schwer. Die Ermittler gehen davon aus, dass B. aus antisemitischen und rassistischen Motiven handelte. Der Prozess ist nur der Anfang für die Aufarbeitung des Anschlags, der Motivation des Täters und des Antisemitismus in Sachsen-Anhalt. Es geht darum, ob es zu viel Freiraum für menschenverachtende Gedanken gibt und dem zu wenig Menschen widersprechen. Der Prozess, der von einem großen Medieninteresse begleitet wird, findet aus Sicherheits- und Platzgründen im Landgericht Magdeburg statt.